Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Splinter Cell Blacklist. So, wir sind wieder in, in einem ganz schönen Ort, den Namen, den ich irgendwie nicht... Tschetschenien oder so? Ja, genau, Tschetschenien war's. Und das ist die ganz nette Mission, in der wir nicht entdeckt werden dürfen. Was sich total einfach herausstellt. Da sind zwei Fuzzis. Eins, zwei, die markieren wir direkt am besten. Ich hatte das ja schon in der letzten Folge gemacht. Aber das war gar nicht so einfach. Ich glaube, nein. Boah, der Typ darf mich gar nicht erst sehen. Wenn die uns sehen, dann lösen die Alarm aus und unsere Mission wird abgebrochen. Was natürlich total toll ist. So, da ist eine nette Kamera, die können wir leider nicht ausschalten. Kollege, was machst du da? Komm her. Put. Psst, psst. Okay, ein Typ mit mir erledigt. Ah, ich wollte gerade darüber laufen. Schade. Weil wir müssen durch das Fenster, damit wir an den ersten Aktenkoffer kommen. Da müssen wir in den zweiten und den dritten. Und da hinten ist irgendwas kaputt geschossen. Das werden wir gleich sehen, wenn wir darüber kommen. So, Kamera, du siehst mich nicht. Oh. Boah, der Typ sieht... Ist der doof? Ja, der ist doof, der Typ. Ich glaub's nicht. Die sind richtig hohl. Ja, ich mache ein bisschen Blödsinn, ne? Ich wollte das überhaupt nicht machen. Ich wollte hier rüber die Tür aufmachen. Schließen. Genau. So, jetzt rüber zum ersten Aktenkoffer. Hab den Aktenschrank gefunden, durchsuche ihn. So, haben wir's. Beep, beep, beep. Ziel 1 erfüllt, noch 2. Okay, das hört sich gut an. So, Tür wieder zumachen und weiter geht's. Jetzt kommen wir direkt ins Minenfeld. So, aufpassen. Ach nee, die Kamera. Ah, ich bin Eierkopf. Die Kamera steht direkt hier vorne. Die kann uns gar nichts anhaben. Nee, machst du die Tür zu? Danke. So, die Kamera kann uns erst was... Doch, da können wir durch. Was ist denn das da hinten? Warte mal, Tür auf. Das interessiert mich, was das da vorne ist. Das Rote. La, 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 la. Aktivieren? Oh komm, wir ziehen einfach mal im Hebel. Ich habe keine Ahnung, was der Hebel... Oh, jetzt die... Genial. Ja, da wäre ich mal früher drauf gekommen. So, schnell die Tür wieder zumachen. Dann fällt das nicht auf. Super. Und jetzt muss ich aufpassen. Da ist schon eine Mine. Nee, das ist das Falsche. Das Sonar brauche ich. Bingo. Nein, 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 nein. Könnt mir nichts anhaben. Ich bin fast unsichtbar. Okay, die nächste Akte ist in dem LKW versteckt. Irgendetwas hat hier alles zerlegt. Dem Sprengradius nach zu urteilen, eine Autobombe. Sieht nach dem Fahrzeug aus, das der DCS-Agent benutzt hat. Kein Wunder, dass er dich nicht zurückruft. Ja, kann er ja nicht. Nein, nein, ich bin nicht da. Das ist wieder so ein ganz netter, fetter Typ. Die habe ich immer am liebsten. Oh nein. Los, weg hier. Da in den LKW müssen wir rein. Und da steht auch ein netter Typ und ein Laserfuzzi. Alles Typen, die wir echt gut gebrauchen können. Aber wenn der Typ gleich da weg ist, dann können wir hier rüber. Und dann müssen wir irgendwie um das Auto gehen und dann hinten rein. Der Typ darf uns nicht entdecken. Okay, Fetti, los, beweg dich mal weg da. Hopp, hopp. Okay, 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 lieber noch nicht. Jetzt kommt der Typ darüber und der Laserfuzzi. Ah, das ist wieder sehr schön. Und ich muss aufpassen, dass der Typ mich nicht sieht. Das ist total einfach. Jetzt guckt er da rein. Ah, kannst du nicht mal weggucken? So, ich bin drin. Psch, psch. Bin ich da? Jetzt müssen wir nur noch gucken. Akten scannen. Grim, ich scanne die Unterlagen. Okay, geschafft. So, 9 Gegner, nicht alarmiert. Alarmiert. Es geht wieder nach Hause. Ja, super. Okay, dafür haben wir jetzt ungefähr 5 Minuten gebraucht. Ja, 4,50. Aber jetzt muss ich hier rauskommen. Das ist total einfach. Der Typ geht gerade, der geht da rüber. Und der Fuzzi guckt dahin.
Ich muss noch warten. Oder ich gehe hier links gleich rüber. Das wäre das Beste. Wenn der Laserfuzzi wegguckt. Kurz auschecken, der geht darüber. Jetzt muss nur noch der Typ da hinten weggucken. Nein, nein, nein. Ich bin nicht da. Okay, verstecken. Boah, okay, geschafft. Ich bin draußen. Okay, jetzt müssen wir nur noch zur letzten Akte kommen. Oh, das... Hoffentlich werde ich jetzt nicht entdeckt. Das wäre jetzt das Geilste. Wenn ich jetzt entdeckt werden würde... Oh, aufpassen. Ach, die Minen sind da oben. Oh, puh. Wir können uns nichts anhaben. Und ich meine... Ja, wir kommen noch hinter das... Reklameschild. Die Typen lassen wir einfach in Ruhe. Den würde ich ja... Nee. Wir lassen den in Ruhe. Der ist uns vollkommen wurscht. Ach ja, hier kommen wir gar nicht erst hoch. Hahaha. An der Mauer kommen wir nicht hoch, weil da können wir nur mit einem Kollegen hochklettern. Gemeinsam im Koop-Modus. Aber wir können hier hochklettern. Jetzt muss ich mal schauen. Da ist irgendwo unser bester... Da ist ja unser bester Freund. Mr. Freund. Da könnte ich runter. Okay. Das ist schon mal super. Wenn der gleich wegguckt, der Laserfuzzi nichts mitbekommt, können wir da hinten reinrennen. Noch nicht. Jetzt dreh dich doch mal um, ey. Egal, ich laufe. Scheiße, er hat uns entdeckt. Ich glaub's nicht. Ich bin nicht... Wissen, dass du da bist. Ich leite die Evakuierung ein. Da, okay, ich bin doch da. Ja, super. Oh, nee. Okay, wir dürfen das alles nochmal neu machen. Ah, super. Das ist so kacke. Unglaublich. Nur wegen diesem einen Laserfuzzi. Okay, ich weiß ja jetzt... Ich kenne das ja jetzt hier so weit auswendig. Bis zu dem LKW. Und danach die letzte Akte. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Bis dahin bin ich noch gar nicht gekommen. Schnell hier rüber. Nein. Da war doch noch ein dritter Typ. Wo ist der? Ach, der ist da. Der bindet sich gerade die Schuhe. Das macht er echt wunderbar. Den könnten wir jetzt, ne? Nee, können wir nicht. Schade. Was? Hey, man spuckt nicht am Boden. So, du musst jetzt weggehen und der Typ da im Auto... Ah, jetzt geht er auch noch darüber. Ja, super. Okay, ich darf gleich nicht vergessen, die Kameras wieder auszuschalten. Obwohl, ich glaube, der schaltet die Kameras nur hier aus. Da hinten waren, habe ich keine Kameras gesehen, die uns irgendwie gefährlich werden könnten. Kann ja sein, dass noch was kommt. Nein. Boah, die Musik ist echt cool. Okay, dann können wir jetzt gleich da rein. Obwohl, die Typen sind so hohl, ich könnte jetzt... Ich renne einfach mal rüber. Okay, ich bin drin. Da vorne steht... Ja, da steht ein Typ. Ich muss noch warten. Hoffentlich sieht er uns nicht. Ja, der guckt gerade weg. Okay, das ist super. Das ist echt praktisch, dass ich die Karte da unten links habe. Da sieht man ja, wie die Gegner sich bewegen. Und jetzt haben wir wieder die erste Akte. Hab den Aktenschrank gefunden, ich suche ihn. Das wäre echt interessant, was er da alles so findet. Der fummelt ja nur ein bisschen rum. Ja, alles gefunden, super, alles wieder reinlegen. Ziel 1 erfüllt, noch 2. Wie macht er das? Scannt er alles mit seinen Superaugen und speichert das? Ja, wahrscheinlich hat er auch ein fotografisches Gedächtnis. Da braucht er nicht mal irgendein Gerät, das das für ihn scannt. Ach, die Kameras, lass mal in Ruhe. Wir nutzen lieber die Zeit, um direkt zur nächsten Akte zu... Wow. Ich kenne schon auswendig, wo die ganzen Minen liegen. Nochmal eben gucken. Ja, ich wäre in keine reingetreten. Aber so gefährlich liegen die jetzt auch nicht. Oh, da hinten steht direkt der fette Typ. Irgendetwas hat hier alles zerlegt. Ah, jetzt dürfen wir wieder warten. Dem Sprengradius nach zu urteilen, eine Autobombe sieht nach dem Fahrzeug aus, das der DCS-Agent benutzt hat. Kein Wunder, dass er dich nicht zurückruft. Okay, die zweite Akte. Das wird wieder ein ganz nett hier.
Das heißt, ich muss wieder hier warten. Der Typ kommt ja hier rüber, der Fette kommt hier rüber. Die gehen in gegensätzten Kreis. Also der Typ geht einmal hier rüber und dann so rüber. Fette geht einen anderen Weg. Ich gehe lieber hier rüber, dann sieht er mich nicht. Ja, und der Lasertyp da oben, der scannt alles. Das macht er echt super. Wahrscheinlich ist direkt irgendwie unter dem Typen unsere nächste Akte. Ach, und in der Karre da, das sieht irgendwie aus... Ist das jetzt ein Polizeiwagen oder nicht? Ich hätte eher gesagt, das ist ein Krankenwagen, weil er so weiß, aber... Ja, könnte auch Polizei, keine Ahnung. Der LKW... Oh, das sieht nett aus. Fette Reifen hat er drauf. Okay, ich muss noch einen Augenblick warten, dann können wir ja direkt hier weiter rüber. Boah, hier wurde alles in die Luft gesprengt. Alter Falter. Dass sie nicht mal hier aufräumen. Das qualmt sogar noch. Ist wahrscheinlich irgendwie vor kurzem passiert. Okay, Fetti geht da rüber. Kann ich hier rüber gehen? Ja, ich würde noch ein bisschen... Na, ich muss noch warten. Okay, Fetti ist beschäftigt. Egal, hier rein. Bub, ich bin drin. Puh, geschafft. Aktenscan. Sam Fischer. Alles so. Dankeschön. Ich scanne die Unterlagen. Das machst du echt super. Puh, jetzt muss ich jetzt gleich nur noch da rauskommen. Die zwei Typen sind da links. Noch ein Ziel und es geht wieder nach Hause. Okay, das ist schön zu hören. Der Typ da vorne, ja, der kann mir fast egal sein. Da muss ich ja nur aufpassen, wo er hinterguckt. Und der da oben, da muss ich auch aufpassen. Fetti steht da. Und der guckt gerade darüber. Okay, so. Ich bin da. Ich hab's geschafft wieder. Sehr gut. Oh, warte. Warten, warten. Und dann können wir wieder zum Plakat gehen. Oder könnte ich vielleicht auch einen anderen... Ein anderer Weg wäre vielleicht praktischer. Oh, nein, 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 nein. Ich glaub's nicht. Verdammte Kacke nochmal. Ich muss diese Mission leider beenden. Zum zweiten Mal. Da passt mein Eimer nicht. Ich hab nicht auf den... Oh, nee. Das ist so doof. Ich glaub's nicht. Oh, okay, jetzt sollte ich nicht unvorsichtig werden. Puh. Ich könnte ja auch alle einfach abballern. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das würde eher auffallen. So, hier rüber düsen, hier rüber. Okay. Ah, die hätte uns fast gesehen. Nein, du hast nichts mitbekommen. Überhaupt nichts. Geh weg. Junge, ich erschieße dich, wenn du hier rüber kommst. Okay, geht weg. Perfekt. Ah, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich wollte gerade zum Fenster wieder laufen. Aber das spare ich mir jetzt. Okay, schnell hier rüber. Der Typ steht wieder da, ja. Das macht echt schön. Fenster zumachen. In der Hoffnung, dass es vielleicht, vielleicht klappt es ja jetzt besser. Jetzt werden wir erstmal wieder mit unserem fotografischen Gedächtnis die Akten scannen. Bzzzup. Hab den Aktenschrank gefunden, durchsuche ihn. Ach so, das macht der so. Der hat dann im Arm. Ach, darauf habe ich überhaupt nicht geachtet. Da der linke Arm, der hält den so hoch und damit scannt er das. Ziel 1 erfüllt, noch 2. Okay. Das macht er ja auch in dem LKW, da scannt er das ja auch so. Da ist mir das auch aufgefallen. Hier bei dem ersten ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. So, schön wieder zumachen. Okay, jetzt muss ich das aber schaffen, ohne entdeckt zu werden und ohne in die Minen zu laufen. Da vorne rechts ist eine. Und da... Oh, die links hätte ich fast vergessen. So, schwupp. Perfekt hier mit dem Draht. So, schnell hier rüber. Irgendetwas hat hier alles zerlegt. Das war ich. Im Sprengradius nach zu urteilen eine Autobombe. Sieht nach dem Fahrzeug aus, das der DCS-Agent benutzt hat. Kein Wunder, dass er dich nicht zurückruft. Nee, kann er ja auch nicht. Wäre es nicht noch eine andere Möglichkeit, damit es vielleicht schneller geht, wenn wir einfach mal hier rumgehen? Weil Fetti... Fetti und der Typ...
Oder ich glaube, die gehen nicht denselben Weg. Ich glaube, das funktioniert nicht. Schade, weil Fetti kommt ja jetzt hier rüber. Und der kleine Fuzzi, der andere, der kommt ja direkt hier. Die gehen ja, das, wir werden auf jeden Fall auf einen treffen. Okay, so, und wo seid ihr jetzt? Ah, guck, wusste ich's doch. Fuzzi kommt hier rüber, Fetti geht da rüber. Das heißt, ich hätte mich, wenn ich mal darüber, dann kann ich wieder sehr, sehr viel sehen. Mal schauen, was haben wir für Ausrüstung. Ich könnte, bingo, ich könnte den Typen, den Laserfuzzi, angreifen. Okay, ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Wir greifen den jetzt an. Da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Okay, ich darf nicht entdeckt werden. Okay, Laserfuzzi da oben. Ich hoffe, das reicht. Da hinten sind direkt ein paar Typen und da ist die Akte. Da ist die Akte. Laserfuzzi. Mal gucken, vielleicht gibt es ja eine Hintertür. Bingo. Erledigt. Geil, jetzt werden wir den schon mal los, den Penner. Puh. Der macht uns schon mal keine Sorge mehr. Okay, ich habe den Trikopter wieder zurückgeholt. Jetzt muss ich schauen. Okay, die Fuzzis gehen. Perfekt. Jungs, ihr verhaltet euch perfekt. Boah, jetzt werden wir den Laserfuzzi los. Boah, hätte ich doch mal früher daran gedacht. Der kann uns schon mal keinen Ärger machen. Oh, ich glaube, ich bin etwas zu spät dran, oder? Ja, nee, bin ich nicht. Okay, fertig. Ja, wir sind perfekt. Wir können gleich darüber. Fetti geht darüber und dann unterhalten die sich wahrscheinlich wieder da vorne. Okay. Ja, der guckt sich hier die Karte an oder ein Schild. Ja, lesen bildet, ne? Der Eierkopf steht da. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass der mich da vorne nicht sieht. Und der da nicht. Ja, warum guckst du jetzt hier rüber, hä? Hey, guckst du? Guck bitte jetzt weg. Perfekto. Okay, ich bin drin. Super, jetzt die nächsten Akten scannen jetzt. Grim, ich scanne die Unterlagen. Bombenentschärfungsfahrzeuge dürfen erst beim offiziellen Okay ausrücken. Und wann wird das sein? Wenn der Captain zu rennen... Noch ein Ziel und es geht wieder nach Hause. Okay. Jetzt muss ich mir die letzte Akte holen. Da weiß ich ungefähr, wo die ist. Solange sie weiterhin diesen miesen amerikanischen Sprengstoff benutzen, müssen wir uns keine Sorgen. Ah, ich würde gerne jetzt rausspringen, aber. Ja, lieber nicht. Die Typen hängen noch mir zu viel darum. Die gucken jetzt perfekt darüber. Ah, der Typ da hinten guckt leider. Ah, ist wieder doof. Ey, du guckst doof. Okay. Ich muss einen Augenblick warten. Ich will jetzt nicht rausspringen. Obwohl das jetzt die beste Möglichkeit wäre. Hopp, 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 hopp. Fetti bewegt sich darüber jetzt. Der ist mir egal, der Fetti. Aber der Rechtstyp. Der da und der da. Okay, sie bewegen sich. Okay, ich bin drüben. Ich bin drin, super. Okay, jetzt müssen wir nur noch reinkommen und uns die Akte holen. Ich habe eine Kamera gehört und da vorne ist ein Laptop. Und hier vorne ist ein Typ. Oh nee, schon wieder so ein Pferd. Oh nee, komm schon. Was macht der? Reinschauen. Der steht irgendwo da hinten. Okay, das sind mehrere fette Typen. Ich glaube, ich mache wieder die Tür lieber zu. Tür zu. Obwohl, ich hätte mich jetzt irgendwie... Leiter, perfekt. Dann kletter ich einfach hier hoch. Und gehe hier rein. Die zwei Typen sind da unten.
eine Burg um die Wischung. Sehr gut. Oh, kacke, ich hab ein Problem. Verdammt, du... Da ist der! Ja, super, okay. Ich bin voll abgekackt. Das war jetzt hier echt super. Okay, das, ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Das war ja eine richtig geniale Folge. Ich bin jetzt, glaube ich, dreimal bin ich jetzt abgekackt. Okay, in der nächsten Folge versuche ich das dann direkt... Wir fangen direkt an der Stelle an, wo ich vorhin gestorben bin. Dann gucken wir uns nur noch das Ende an und dann ist gut. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!